Eine Vielzahl von Rettungsdiensten sind in Rohrbach vor Ort. Das Wohnhaus stürzte nach der Explosion ein und begann zu brennen. Bei der Explosion eines Wohnhauses im oberbayerischen Rohrbach an der Ilm seien mindestens zwei Menschen verletzt worden. Zahlreiche Rettungskräfte seien vor Ort gewesen. Rettungshunde seien aufgefordert worden, in den Trümmern nach vermissten Personen zu suchen, sagte der Sprecher. Mindestens ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Explosion wurde am Donnerstag gegen 12.40 Uhr der Polizei gemeldet. Die Gemeinde Rohrbach an der Ilm liegt im Landkreis Pfaffenhofen, rund 30 Kilometer von Ingolstadt entfernt.